Wir haben die Freiheit gehabt, genau das zu tun, was uns beliebt. Und eben das hat in der Welt Verheerungen angerichtet. Freiheit heißt nicht, das zu tun, was einem beliebt, sondern vielmehr, frei zu sein von der Mühsal des Lebens, von unseren Problemen, von unserer Angst, von unseren psychischen, seelischen Verletzungen. Wenn Sie sehen, wie der Mensch zerstört, sich selber und die Erde und die Luft, die Natur und die Tiere, dann fühlen Sie eine große Verantwortung in sich. Wenn man frei ist von jeder Bindung, von jeder Autorität, von allen Illusionen, Bildern, Schlussfolgerungen, in welchem Zustand ist dann Ihr Geist? Finden Sie es heraus. Es ist Ihr tagtägliches Leben. Wir haben so viel Angst, nichts zu sein. Unsere Kultur, unsere Erziehung, alles sagt, sei jemand. Wenn das Bewusstsein mit seinem ganzen Inhalt leer ist, das sind Sie selbst. Zweifeln Sie Ihre Eitelkeit an. Warum Sie eingebildet sind, warum Sie an einem Glauben festhalten, an einer vergangenen Erfahrung festhalten, an vergangenen Erinnerungen. Und wenn der Geist frei ist, das heißt auch, wenn die ganze Mühsal weg ist, was ist dann da? Wenn ich also etwas beende, meine Eitelkeit, meine Schlussfolgerungen, mein ewiges Verlangen, wenn ich das alles beende, was geschieht? Bitte tun Sie es. Beenden Sie jetzt Ihre spezielle Bindung. Kümmern Sie sich um nichts anderes. Sagen Sie, für diesen Moment wenigstens will ich von Bindung frei sein. Was geschieht dann im Geist? Das ist eine gewisse Freiheit, nicht wahr? Und ein Gefühl der Leere. Wenn Sie an etwas hängen, beenden Sie es. Sagen Sie nicht, warum sollte ich das beenden? Denn die Konsequenzen der Bindung sind Angst, Furcht, Eifersucht, Verletzung, Isolation. Das ist eine Tatsache. Daran muss man nicht zweifeln. Vergeuden Sie keine Zeit. Es lohnt sich nicht. Es ist so. Und beenden heißt, das Denken hat nur noch die Regung, sich selbst zu beenden. Haben Sie kein Verlangen, keinen Willen, keine Ideale, Illusionen oder Bilder. Der Geist muss vollkommen frei sein. Dann kommt Liebe, die unvergänglich und unbestechlich ist. Denn Liebe ist nicht Bindung. Der Geist kann nur beobachten, wenn er vollkommen ruhig ist. Sie haben so etwas noch nie gemacht, deshalb sind es nur Worte, Theorien. Um so rein zu beobachten, muss der ganze Organismus und die psychische Struktur vollkommen still sein, nicht kontrolliert. Sobald Sie sich kontrollieren, entsteht ein Konflikt. Das ist alles so klar. Der Konflikt muss deshalb aufhören. Und das heißt, und das ist eine gefährliche Aussage, bitte sehen Sie, wie sie gemeint ist, das heißt absolut keine Kontrolle. Um also ohne jeglichen Konflikt zu leben, darf es keinerlei Kontrolle geben. Sehen Sie, welche Schönheit das hat. Machen Sie das. Dann ist der Geist absolut still.